Herzlich willkommen zum Abendprogramm. Der nächste Talk soll euch ein bisschen mit iButtons vertraut machen, beziehungsweise euch da über Sicherheitslücken und Hackmöglichkeiten aufklären. Und er wird gehalten von Christian Brandt. Okay, ich begrüße euch erstmal. Ich habe auf den Meetup in meinen Chaos Days bereits einen Vortrag über iButtons gehalten. Da ging es um die Seriennummer iButtons vorzugsweise und quasi gar nicht über die Kryptographie iButtons. Wir werden jetzt mal einen kurzen kleinen Blick auf die Seriennummer iButtons nochmal werfen, schauen uns vorher nochmal die iButton-Spezifikation an, unter anderem auch das OneWire-Protokoll mal kurz und schauen uns dann an, wie das dann ordentlich schief geht. Der Hauptteil des Vortrags beschäftigt sich dann mit den Kryptographie-iButtons. Wir schauen uns erstmal die Soft-Feature-Management-Sachen an, dann schauen wir uns an, wie das bei Wahlcomputern verwendet wird, bei Zahlsystemen, da gibt es ein sehr großes in der Türkei. Und dann praktisch der Hauptteil des Vortrags ist ein Angriff auf diesen DS1963S-iButton. Und ja, das ist eine der sichersten iButton und ich zeige dann, wie man den in etwa 10 Minuten komplett brechen kann. Das sind also insgesamt 8 Schlüssel, a 64 Bit und der eigentliche Angriff, der läuft in etwa 60 Sekunden durch. Der iButton, das ist im Grunde genommen erstmal nur eine Art Knopfzelle. Spezifiziert rund, wir haben wie bei einer Knopfzelle zwei Kontaktflächen, das ist die Ground-Kontaktfläche. Jetzt halt anstatt wie bei einer Batterie haben wir keine Plusseite, sondern einfach eine Datenleitung sozusagen. Damit das Ganze funktioniert, benutzt dieser iButton das OneWire-Protokoll. Wir haben grundsätzlich erstmal nur dieses Gehäuse. Jetzt haben wir hier einen Schlüssel zum Beispiel. Das ist nur ein Anwendungsbeispiel. Dort sieht man, wie diese Knopfzelle eingepresst wird. Das ist hier in dem Bereich in etwa. Das ist nur eine von sehr vielen Anwendungsmöglichkeiten. Das OneWire-Protokoll ist relativ simpel gehalten. Wir haben, wie gesagt, nur eine Datenleitung und wir haben nur simple Operationen darauf. Zum Beispiel, das ist das Erste, wir können ein Reset durchführen. Um festzustellen, ob wirklich Devices irgendwo auf dem Bus hängen, können wir danach an so einem bestimmten Punkt ein Sample durchführen. Und wenn halt irgendein iButton irgendwo auf dem Bus hängt oder in irgendein anderes OneWire-Device, dann wird es diesen Bus kurz auf Load ziehen und dann wissen wir als Master, da ist jetzt wirklich irgendwie ein Device vorhanden. Das Schreiben von Daten geht ganz einfach. Wir ziehen, um eine 1 zu schreiben, den Bus für einen kurzen Moment auf Low. Um eine 0 zu schreiben, ziehen wir einen längeren Moment auf Low. Für das Lesen eines Bits ziehen wir ihn nur ganz kurz auf Low, lassen ihn dann wieder los und samplen dann nach einer kurzen Moment. Das ist hier dieser Bereich. Und je nachdem, ob der iButton jetzt eine 0 oder eine 1 senden möchte, muss er den Bus halt selber auf Low gezogen halten oder auch nicht oder wieder loslassen. Je nachdem, wie wir den dann samplen, haben wir dann eine 0 oder eine 1 gelesen. Wir haben ein ganz einfaches Kommunikationsprinzip. Wenn wir den Bus resettet haben, müssen wir einen ROM-Command abschicken. Also wir sagen zum Beispiel, wir haben zum Beispiel Befehle, um Seriennummern zu suchen, also um Devices zu suchen, sie anzusprechen, sie zu selektieren. Wenn wir sie selektiert haben, dann können wir das Device mit speziellen Befehlen steuern. Wenn wir damit fertig sind, müssen wir den Bus wieder resetten. Und so läuft das praktisch immer und immer wieder ab. Es gibt verschiedene OneWire-Devices. Darunter sind zum Beispiel Temperatursensoren, Temperaturlogger, verschiedene Feuchtigkeitssensoren, Analog-Digitalwandler, Echtzeituhren, alles Mögliche. Das Wichtigste ist, wir haben auch reine iButtons, die nur Seriennummern haben. Das heißt, die sprechen nur das Basisprotokoll und sonst nichts. Wozu die gut sein sollen, das sehen wir gleich. Der Hersteller hat sich gesagt, naja, wir setzen diese Seriennummer bei der Herstellung mit einem Laser, die ist einmalig, unveränderbar und theoretisch 64 Bit groß. Da haben die sich gesagt, naja, ist ja super, da können wir die Dinger zur sicheren Authentifikation nutzen. Ja, wenn man sich da mal die Seriennummer anschaut, hier mal eine abgebildet, dann ist die nicht wirklich 64 Bit groß, sondern wir haben am Ende auf der rechten Seite erstmal den Family Code, der sagt uns,
ja, wir haben jetzt ein Seriennummer-Device oder wir haben ein EEPROM oder sowas in der Art. Das sind schon mal 8 Bit weniger. Dann schauen wir uns das auf der linken Seite an. Das ist eine CRC-8-Checksumme. Die fällt also auch weg, sind wir bei 48-Bit-Größe. Und wenn man sich dann den eigentlichen Bestandteil der Seriennummer anschaut, naja, da fallen einem deutlich viele Nummern auf. Naja, deutlich viele Nullen auf. Wir sind auf die Idee gekommen, die Seriennummern einfach sequenziell zu vergeben. Dementsprechend, insgesamt die Größe dieser Seriennummern ist nicht sonderlich groß. Und es sollte auch relativ leicht auffallen, dass solche Devices relativ leicht mit einem Microcontroller zu emulieren sind. Also es ist im Grunde genommen nichts Besonderes dabei. Na, jetzt muss man sich mal die Produkte anschauen, wo die verwendet werden. Wenn wir zum Beispiel das hier, das ist ein Einbauschloss. Und die Schlüssel bestehen auch hier wieder nur aus einem Seriennummer-I-Button. Sonderlich intelligent, kostet 350 Euro so ein Schloss und macht nicht wirklich viel. Naja, da wäre so ein Kassensystem, da wird das als Kassenschlüssel verwendet. Sicher auch eine super Sache. Aber eines der schönsten Beispiele, das zeigen wir jetzt, das sind diese Teile hier. Haben wir alle schon gesehen? Jetzt fragt man sich, wo kommen da I-Buttons vor? Was hat das Ganze mit I-Buttons zu tun? Naja, schauen wir uns doch das mal hier an. Das sind so kleine, schöne, verdeckte Metallteile. Und im Grunde genommen ist das erstmal nur ein Vandalismusschutz. Das heißt, man hat so einen kleinen Metallbolzenschlüssel, den steckt man da drauf und dann geht so eine Schublade auf. Und schon hat man so eine One-Wire-Kontaktstelle, so einen I-Button-Reader. Und ja, da muss man halt erstmal nach einem Hersteller suchen, der sowas herstellt. Und ja. Kommen wir gleich zu. Also der Schutz an dem rechten Automaten ist nicht trivial. Das Schloss, was wir da sehen, ist bisher ungepickt und auch schussfest. Und zwar zertifiziert schussfest. Also ich möchte gerne sehen, wie du da an das I-Button-Device kommst. Sehen wir gleich. So, jetzt schauen wir uns mal an, was wir für schöne Zitate vom Hersteller bekommen. Zum Beispiel hier, der I-Button konnte bisher nicht intelligent überwunden werden. Risiken bei Schlüsselverlust oder Nachbau sind aufgrund großer Schaltgröße Kreise ausgeschlossen. Zweites Zitat, der Nummervorrat beträgt 2 hoch 48, also mehr als eine Trillion. Im Gegensatz zu bisher eingesetzten Lösungen ist nicht das Schloss einmalig, sondern die Intelligenz liegt im Schlüssel. Naja, okay, so geht das halt mit den ganzen Zitaten von diesem Hersteller weiter. Ist immer die gleiche Leier und man sieht das halt auch bei sehr vielen Herstellern, ist immer die gleiche Argumentationsweise. Dann hatte ich gesagt, jetzt können wir auf das von gerade eben wieder zurück. Man hat sicher in Deutschland hier bemerkt, dass viele Automaten momentan ausgetauscht werden. Und ja, das wollten wir noch einschieben. Das ist auch ein schönes Beispiel, dass man halt beim Hersteller immer in die Referenzen reinschaut und man schaut, wo diese unsicheren Produkte noch so eingesetzt werden. So, jetzt kommen wir zu dem Beispiel von gerade eben. Das Schöne ist, die Automaten werden gerade ausgetauscht gegen neue kundenfreundliche Geräte. Wie man hier sehen kann, ist die I-Button-Kontaktstelle jetzt komplett freiliegend. Also ohne jeglichen Schutz, man kann also direkt dran. Gut. Dann noch ein paar schöne Beispiele. Das ist ein Zitat von dem I-Button-Produktmanager damals. Wirklich sehr schön, man weist also hier jegliche Verantwortung, je nachdem, wie die am Ende verwendet werden, zurück. Gut, das war mal so ein kurzer Überblick über die Seriennummerteile. Kommen jetzt zu den Krypto-I-Buttons. Es gibt im Grunde genommen erstmal so zwei Haupt-I-Buttons. Also das ist einmal die 61 und die 63S-Variante. Die unterscheiden sich grundsätzlich erstmal darin, dass der erste nur ein kleines EEPROM hat weniger Speicher, hat nur einen Schlüssel. Und die 1963S-Variante, die hat einen internen SRAM-Speicher,
hat deutlich mehr Speicher, hat insgesamt 8 Schlüssel, jeweils 64 Bit groß. Und damit die Daten im S-Raum nicht verloren gehen, hat sie eine zusätzlich noch eine Lithiumzelle. Der Vorteil bei diesem iButton ist, man kann ihn halt beliebig oft beschreiben und man hat halt auch noch die Möglichkeit, ihn als Coprozessor zu verwenden. Wie wir das nachher brauchen, das sehen wir gleich. Ja, und halt wird vom Hersteller beworben als World-Class Security for Access Control and E-Cache Applications. Ja, das ist ein kleines Beispiel zu Soft-Feature-Management. Das ist ein Server-Mainboard mit RAID-Controller und der RAID-Controller kann verschiedene RAID-Modi, also RAID 0, 1, 5 und so weiter. Aber die RAID-Modi sind alle erstmal nicht nutzbar. Das heißt, man kann den einfach nur mit ganz normalen Festplatten benutzen, just a bunch of disks. Mehr geht erstmal nicht. Jetzt muss man das nachlizenzieren. Und dazu kann man jetzt einen vorkonfigurierten iButton kaufen. Der wird auf diesem Steckplatz einfach reingesteckt. Und dann hat man diese RAID-Features praktisch nachlizenziert. So ein kleines Beispiel. Wir wollen jetzt nichts Großartiges darüber zeigen. Welcher was? Das ist die EEPROM-Variante, die da verwendet wird. So, dann schauen wir uns das nächste an. Das ist ein Wahlcomputer. Und da werden die zum Initialisieren verwendet. Und zwar die SRAM-Variante. Freundlicherweise, also ich habe das lange nicht gefunden. Und bis ich auf dieses PDF gestoßen bin, das kam mir schon irgendwie verdächtig vor. Interessanterweise hat der Hersteller das nicht sauber im PDF ausgemarkert. Also er hat einfach nur Kästchen drüber gemalt. Sieht dann so aus. Und da haben wir schon wieder unseren DS1963S. Und interessanterweise, wenn man sich das mal anschaut, fanden es wohl auch ziemlich peinlich, dass sie SHA-1 benutzen. Oh, das ist abgeschnitten? Okay. Ja, wo werden die Dinger noch verwendet? Und das ist im Grunde genommen der größte Einsatzzweck. Die werden als E-Cache-Tokens verwendet, also als Bezahlsystem. Und die wichtigste Eigenschaft ist im Grunde genommen, dass der Geldbetrag nur auf diesem iButton gespeichert wird. Das heißt, wir haben bei Abbuchungsvorgängen keine Verbindung zu irgendeinem Backend, wo das dann auch validiert oder überprüft wird. Der Hersteller empfiehlt, dass man Transaktionslogs anlegt, und die regelmäßig von allen Automaten einsammelt und dann auf ihre Konsistenz prüft. Was natürlich, wenn ein Missbrauch stattfindet und wenn man überhaupt diese Logs durchführt, das fällt halt erst nach einer längeren Zeit auf. Naja, das größte System, das es verwendet, ist Akbil in der Türkei. Mal ein paar Beispielbilder dazu. So sieht ein Terminal aus im Bus. Das ist so ein Das sind zwei Systeme in einem praktisch. Also wir haben einerseits ein RFID-System zu bezahlen und andererseits, das sieht man in diesem grünen Teil, das ist diese iButton-Kontaktstelle. Dann gibt es auch in der Straßenbahn, also das gerade eben, das war in einem Bus. Die sind halt in den Bussen installiert. Das ist auch einer der Vorteile von einem System, das ohne Backend funktioniert. Wie will man in Bussen ein zuverlässiges Backend irgendwie hinkriegen? Das ist jetzt ein Drehkreuz. Man sieht ja auch an diesem roten iButton-Reader hier in dem Bereich. Bezahlung erfolgt da genauso. Und die werden halt auch auf Fähren und auf anderen verschiedenen Transportvehikeln benutzt. So, hier sieht man noch so eine Vending-Machine, wo man diese Tokens aufladen kann. So ein übliches E-Cache-Konzept halt. So, schauen wir uns mal die Eckdaten an. Das System hat 5,5 Millionen Nutzer, also 5,5 Millionen solcher Tokens, das ist schon nicht gerade wenig. Insgesamt kommen wir auf 2 Millionen Debit-Transaktionen pro Tag. Man kann auch kostenlos umsteigen, das wird 600.000 Mal pro Tag wahrgenommen. Und es gibt vielfältige Möglichkeiten, diese Tokens aufzuladen. Interessanterweise haben die zuerst, bevor sie diesen Crypto-iButton verwendet haben, haben sie den DS1991 iButton verwendet. Das ist im Grunde genommen ein EEPROM mit Passwortschutz. Das System ist denen dann halt irgendwann um die Ohren geflogen und das war dann der Grund, warum sie auf diesen Krypto-iButton umgestiegen sind. Das ist eine der Folien und es gibt auch viele andere PDFs, wo sie ihre Technologie als sehr sicher anpreisen
Und interessanterweise haben sie auch immer Bilder von geöffneten i-Buttons da. Wenn man sich das mal anschaut, wir haben hier tatsächlich einen Krypto-i-Button. Man sieht das auf diesem eingelaserten Schriftzug. Da steht wirklich, es ist ein One-Wire SHA-1-i-Button. Das Interessante ist, so wirklich stimmt die geöffnete Variante nicht mit der geschlossenen überein. Die haben das Bild sich nämlich einfach irgendwo aus dem Internet geholt. Wenn man sich da mal genauer anschaut, was das ist, neben dem Krypto-i-Button liegt nämlich ein Temperaturlogger und ein Feuchtigkeitssensor. ja, also man hätte ja wenigstens erwarten können, dass man so ein 6-Euro-Teil mal selber aufschneidet. Wenn man das selber aufschneidet, dann sieht das in etwa so aus. Also die Differenz ist schon vorhanden. So, man sieht jetzt im Grunde genommen die wichtigen Komponenten. Wir haben eine kleine Trägerplatine, das ist die hier. Darunter befinden sich zwei kleine Halbleiterchips, werden wir nachher noch sehen. Diese Lötspuren, die sind da ursprünglich nicht und die Platine sieht normalerweise auch ein bisschen besser aus. Warum die so aussieht, das werden wir gleich sehen. Das Wichtigste an diesem Teil ist, wir haben halt hier diese interne Knopfzelle und man kann hier sehen, da ist so eine kleine Kontaktfeder dran. Und auch hier sind so kleine Metallfedern dran. Die werden hier in dieses Plastikteil reingesteckt und in diesem Sandwich, also man sieht es hier, hier liegt der Chip drin, und dann wird das wie so ein Sandwich von oben drauf gedruckt. Das hat folgende Idee. Wenn man versucht, diesen i-Button zu öffnen, werden diese Kontaktfedern, die gehen auseinander, unweigerlich. Also egal wie man das versucht zu öffnen, man kriegt das nicht hin, dass man das Ding öffnet, an die Platine rankommt und diese Kontaktfedern sich nicht öffnen. Und das hat zur Folge, wenn auch wirklich nur ein Bruchteil einer Sekunde diese Kontaktfedern auseinandergehen, verliert das SRAM die Spannung und der Speicherinhalt ist weg. Komplett, unwiderruflich. Das geht wirklich in einem kleinsten Bruchteil einer Sekunde. Also das Konzept ist schon gar nicht schlecht, muss man sagen. Allerdings ist es nur eine Frage, wie man das geschickt überlisten kann und das schauen wir uns jetzt an. Als erstes nochmal, was mich überhaupt auf die Idee gebracht hat, mir das anzuschauen, war die schöne Beschreibung, ja, wir geben unsere Datenblätter nicht raus. Und das machen die gerne. Also wenn man sich die gesamte Produktpalette des Herstellers anschaut, egal welches Sicherheitsprodukt, egal welches Kryptoprodukt man sich anschaut, es steht immer da, wir geben unsere Datenblätter nicht raus oder wir geben sie nur an ganz spezielle Kunden raus. Ja. Wir geben sie nur an ganz spezielle Kunden raus. Und das macht natürlich neugierig. Interessanterweise gibt es noch so schöne Seiten wie datasheetarchive.com und die spiegeln auch gerne mal PDFs, die nur ganz kurz online waren und dann wieder zurückgenommen wurden. Ja, vielen Dank an die Seitenbetreiber an der Stelle. So, schauen wir uns mal an, wie das Gesamte aussieht. Wir haben jetzt hier einen Memory Dump, wie das in etwa aussieht. Also wir haben, das ist ganz wichtig, wir haben hier 2x8 Speicherseiten, die wir als Nutzdaten verwenden können. Das sind praktisch, also wir können auch auf die frei schreiben, wir können sie frei lesen, wir brauchen dazu keinerlei Schlüssel zu kennen oder sowas. So, jetzt kommt der wichtige Bereich. Die Bereiche, die hier nur als F gelesen werden, da liegen die Schlüssel. Also man kann sie ganz normal adressieren, aber wenn man sie lesen will, kommt man nicht an diese Daten ran. Dann haben wir in dem Bereich haben wir Write Cycle Counter. Die Idee ist, dass man Schreibvorgänge auf Speicherseiten und Schreibvorgänge auf Schlüssel mit einem Counter verbindet. Das heißt, das ist ein Non-Rolling-Over-Counter, das heißt, man kann nicht ewig hochzählen und irgendwann läuft er über und man ist wieder bei Null. Das heißt, wenn er an seinem Höchstwert angekommen ist, bleibt er stehen und inkrementiert nicht mehr weiter. Diese Counter, die wir jetzt hier im Highlight haben, die sind assoziiert mit den zweiten Achterblock an Speicherseiten. Das heißt, der erste Speicherblock, der hat gar keinen Counter. Und diese Counter hier, die sind mit den Secrets assoziiert. Das heißt, wenn man den Schlüssel inkrementiert, dann wird dieser jeweilige Counter inkrementiert. Ich bin verrutscht. Das hier war das Scratchpad.
Das ist so ein Zwischenspeicher, den wir benutzen, um Daten zu dem Ding zu transferieren. Dann sind das hier die Secret Counter und das hier sind die Page Counter. Und dann haben wir hier noch eine kleine Zahl, die wird von dem Zufallszahlengenerator als Input Seed verwendet. Schauen wir uns nochmal die Assoziation an. Das ist das erste Secret da unten und das wird mit diesen beiden Counter da unten assoziiert und mit diesen beiden Speicherseiten, die da jetzt im Highlight sind. Für das nächste Secret gilt das jeweils entsprechend. Haben wir nochmal drei Beispiele. So ist es miteinander verbunden. So, jetzt kommen wir zum Algorithmus. Sie verwenden SHA-1. Also Sie haben SHA-1 nicht so komplett benutzt, wie es in der Spezifikation stand, sondern Sie haben es erstmal zusammengestrichen, so dass es minimalen Hardwareaufwand hat. Also Sie haben keine Verkettung, Sie haben einfach nur einmal die Kompressionsfunktion angewandt und Sie haben am Ende einfach noch die Addition weggestrichen. Also das ist einmal der primitive Funktionsaufruf und das ist deren SHA-1-Funktion. Dann sind Sie hingegangen und haben sich gesagt, naja, jetzt haben wir nur noch maximal 16, 32 Bitworte als Input. Wie kriegen wir da jetzt unsere Daten unter? Was wir hier unten sehen, das ist die Zusammensetzung. Also hier oben haben wir nochmal einen Auszug aus diesem Speicherbild. Und hier unten, das ist der Input, den Sie in SHA-1 reinstecken. Da wird dann einfach mal erstmal ein halber Schlüssel reingesteckt. Da nochmal eine ganze Datenseite. Noch die ROM-Nummer wird noch mit reingesteckt und am Ende noch mal ein Stück vom Schlüssel und noch ein paar Konstanten. Noch eine 3-Byte-Challenge, besonders groß. Und dann ist es fertig, ja. Das war so deren Idee und das haben sie dann auch umgesetzt. Was wir im Endeffekt haben, wir haben jetzt dieses Token. Wir können das sowohl als User-Token als auch als Co-Prozessor-Token verwenden. Beim User-Token haben wir das so, das User-Token ist das, das wir mit uns rumtragen und als Bezahlsystem benutzen. Das Co-Prozessor-Token hingegen, das steckt in den Automaten drin. Das heißt, die benutzen genau dieses Token, das wir zum Bezahlen benutzen, das benutzen die auch als Co-Prozessor in den Automaten mit der Begründung, naja, es ist sowieso super sicher, also sollten wir es auch in den Automaten verwenden. Wenn die aufgebrochen werden, kommt ja keiner an das Secret an. Es gibt dann insgesamt drei wichtige Typen von Secrets, beziehungsweise ich sage teilweise Secret und auch Key, also bedeutet beide das Gleiche in diesem Kontext. Wir haben einmal das Master Secret und das Master Signing Secret, die sind nur auf diesen Co-Prozessor-Tokens vorhanden. Die Idee ist, dass auf den User-Tokens kein einheitliches Secret verwendet werden soll, sondern auf jedem User-Token befindet sich ein eigenes Secret. Und das wird assoziiert man rechnet das aus, indem man das Master Secret nimmt, mit der ROM-Nummer verknüpft, das Ganze einmal hasht und dann bekommt man dieses User-Secret. Das hat den großen Vorteil, man kann jetzt, wenn so ein User mit seinem Token ankommt, liest man einfach die ROM-Nummer, generiert sich selber nochmal das Secret von dem User und kann das dann vergleichen. So. Das ist nochmal in etwa das Verfahren, wie man das Token validiert. Also der Co-Prozessor generiert eine Challenge. Man liest eine authentifizierte Seite von diesem User-Token. Dann muss der Co-Prozessor selber nochmal dieses Secret von diesem gerade angelegten Token berechnen, muss diese Berechnung, die er das Token hat machen lassen, auch nochmal nachvollziehen und dann die Ergebnisse vergleichen. Damit kann er sich schon sicher sein, ja, es ist ein validiertes Token, das ist berechtigt. Das Interessante ist, das E-Money, also der Geldbetrag, der besteht aus dem Geldbetrag an sich, dem Counter der jeweiligen Seite, in dem er gespeichert wurde, und der Signatur dieses gesamten Betrags. Und das ist der Grund, warum das Ganze auch mit Replay nicht funktioniert. Also man kann nicht den Betrag speichern, man könnte ihn natürlich nachher wieder zurückschreiben, aber durch das Zurückschreiben erhöht man diesen Counter und dann stimmt die Signatur am Ende nicht mehr. So ist das Konzept und wenn das alles funktionieren würde, wäre das auch sicher. Das erste, was ich mir angeschaut hatte, war Brute Force. Ist immer ganz gut, wenn man sich das mal anschaut. Bei 64-Bit Schlüsselgröße ist die Annahme, dass bei Brute Force schon was geht, im Grunde genommen ja, angebracht. Maxim behauptet von sich aus, ein schneller Computer, der schafft 1 Million Message Authentication Codes pro Sekunde, also 1 Million Mal diese Kompressionsfunktion. So wirklich stimmt das nicht. Vor allem im Vergleich, naja, mit einem Supercomputer könnte man es in irgendwie 8 Jahren mal berechnet haben und keiner kann sich einen Supercomputer leisten, also das ganze Blödsinn. Naja, mit einer 80 Euro teuren Grafikkarte habe ich dann gleich mal die 240-fache Geschwindigkeit erreicht. Wenn man sich ein
einen schönen Spiele-PC heute zusammenstellt mit 2 GPUs und einem schnellen Prozessor, kommt man locker auf das 1000-fache. FPGAs sind zwar in etwa genauso schnell, also da kann man jetzt nicht die Grafikkarten deutlich übertrumpfen. Man liegt aber tendenziell im Stromverbrauch halt nochmal gut drunter. Wenn man das Ganze jetzt noch verteilt betreibt, dann kommt man schon mit einer Sammlung von 1000 PCs, kann man in etwa 7 Monaten so einen Schlüssel knacken. Ist jetzt immer noch nichts Weltbewegendes, aber es ist doch schon in einem sehr realistischen Rahmen. So. Das war natürlich nicht alles. Ich habe nicht bei Brute Force aufgehört. Ich habe mir verschiedene Timary Trade-Off-Versuche angeschaut. Algebraische Attacken, die habe ich ja irgendwann nicht mehr weiter verfolgt. Eine Seitenkanalanalyse haben wir gemacht. Und der endgültige Durchbruch kam dann mit einer Fault-Attacke. Fault-Attacken sind ähnlich wie Seitenkanalattacken. Man greift dabei ein, also man provoziert Fehler und versucht dann aus den fehlerhaften Daten irgendwie auf den Schlüssel zu schließen. Die beste Fault-Attacke war dann auch nach einigen Wochen gefunden. Den Zeitaufwand wollte ich noch korrigieren, der ist nicht mehr bei 20 Minuten, sondern liegt bei etwa 10 Minuten, wenn man es geübt hat. Ja, das Schöne ist bei SRAM, viele von euch kennen sicher die Cold-Boot-Attacken auf DRAM. Und DRAM hat ja die schöne Eigenschaft, wenn es runtergekühlt wird, dann behält es seine Daten ein bisschen länger, wenn der Strom wegbleibt. Und das ist bei SRAM genauso. Wenn man ordentlich mit dem Ice-Spray draufhält, dann bleiben die Daten auch ein bisschen länger erhalten. Und genauso ist es auch hier bei den Tokens. Die erste Idee war dann halt, dass man das Ganze einfach mit dem Ice-Spray behandelt und dann schön auffräst, vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Ice-Spray nachhilft. Und dann kann man das Ding öffnen, kann noch schnell die Leitungen irgendwie anlöten oder zumindest eine Versorgungsleitung dranhalten. Hat sich dann aber leider gezeigt, dass es nicht so gut funktioniert. Theoretisch funktioniert es, wenn man geschickt ist, wenn man keine Verkantungen hat, wenn einem nicht irgendwas anderes dazwischen kommt. Aber es ist verflucht schwierig. Also ich habe sehr viele iButtons damit geschrottet. Und das geht dann halt mit der Zeit auch ins Geld, weil die kosten zwischen 5 und 7 Euro pro Stück. War dann die Frage nach einem guten Verfahren. Wie kriegt man das wirklich zuverlässig und reproduzierbar auf? Material ist im Grunde genommen ganz einfach. Man kauft sich eine kleine dreiachsige Fräse, packt noch ein Teilapparat drauf. Gibt es eine schöne Lösung von Proxon für 220 Euro. Standardzubehör an Fräsern und Bohrern. Und man braucht natürlich eine Backup-Batterie, wenn man das Ding geöffnet hat und der Kontakt zur eigentlichen Batterie fehlt. Das Schöne ist, es ist perfekt reproduzierbar. Ich habe mit dem Verfahren keinen einzigen iButton kaputt gemacht. Und Materialkosten sind auch in einem total humanen Rahmen. So, jetzt haben wir eine schöne kleine Bildsequenz. Ich habe mir als erstes, was ganz wichtig ist, auf diesem iButton sind Muster aufgelasert. Man kann von diesem aufgelaserten Muster nicht darauf schließen, wie die Platine innen liegt. Ich kann nicht sagen, an genau der Stelle muss ich durchbohren, da wo irgendeine Zahl ist, und dann komme ich genau bei dieser Leiterbahn auf der Platine raus. Das funktioniert definitiv nicht. Wir benutzen dieses eingelaserte Muster aber doch als Hilfsmaßnahme, um das geschickt aufzufräsen. Der erste Punkt ist, wir müssen erstmal zur Platine durchkommen. Das heißt, wir fräsen da erstmal rein. Da kriegen wir so einen Ausschnitt, dann können wir schon mal die Platine sehen. Das ist übrigens die Datenleitung, die liegt direkt da unten auf. Als nächstes machen wir spiegelverkehrt nochmal einen kleinen Durchbruch. Und wir müssen verhindern, diese Platine ist rund, die kann sich drin drehen, die wird nur durch 2 Klemmkontakte fixiert. Das heißt, wir machen erstmal so eine kleine Punktion da rein, mit der wir dann feststellen können, ob sich das Ding gedreht hat. Gegebenenfalls kann man es damit dann auch sehr gut korrigieren. Und dann klebt man das einfach an der zweiten Stelle einfach nochmal so ein bisschen Heißkleber fest. Das heißt, die Platine ist jetzt so ein bisschen an diese obere Schale gebunden und kann sich damit nicht mehr drehen. So, jetzt gehen wir weiter. Wir haben einen Teilapparat, das heißt, wir können auf dieser vierten Achse können wir das Ding drehen. Und jetzt fräsen wir mit so einem Stichelfräser Stück für Stück diesen Deckel weg. Ja. Hier sind wir an einer Stelle schon fast durch. Jetzt müssen wir, bevor das Ding wirklich komplett abspringt, das Ding nochmal mit ein bisschen Heißkleber fixieren. Also an der Stelle ist es schon durch, wo wir es mit dem Heißkleber hier fixiert haben. Nur da ist halt noch ein bisschen was dran. Und wie man jetzt sieht, macht es blub und der Deckel geht ab. Den können wir jetzt sehr leicht entfernen, samt dem Heißkleber.
Übrigens, diese Metallspäne sind furchtbar. Die verursachen unglaublich viele Kurzschlüsse, da wo man es nicht erwarten würde, zum Beispiel hier. Bei solchen Sachen ist es sehr wichtig, dass man zu jedem Zeitpunkt, bei jedem Schritt, diesen iButton funktionstüchtig hält. Das gilt auch nicht nur für iButton, sondern für alle Angriffe. Man muss bei jedem Schritt nachprüfen, funktioniert der Chip noch, berechnet er alles richtig, damit, wenn mal was schief geht, damit man genau weiß, an welcher Stelle es schief gelaufen ist. So, jetzt sind wir durch. Das Schöne ist, wir haben es gerade so gefräst, dass außen noch ein Rand bleibt, die Platine im Rahmen hält. Die Platine kann nicht raus, die wird von diesem Rahmen hier außenrum gerade noch so gehalten. Das Schöne, was wir jetzt sehen, wir haben hier eine Durchkontaktierstelle. Und die verrät uns jetzt, wie die Leiterbahnen auf der anderen Seite aussehen, wo die liegen. Es gibt allerdings noch eine viel schönere Methode. Als erstes fräsen wir mal einen kleinen Isolationskanal um diese Durchkontaktierung, um den von dem Rest zu trennen. Und dann machen wir Folgendes, wir fräsen einfach die Kupferschicht oben von der Platine runter. Muss ganz vorsichtig sein, das ist eine sehr dünne Platine, man muss da wirklich, es ist ein bisschen fummelig, aber es geht ganz gut und ist sehr gut reproduzierbar. Und bei der direkten Draufsicht kann man jetzt sehen, wir können durchsehen, wir sehen wirklich alles, was auf der Gegenseite ist. Und wir haben keine Lichtquelle auf der Gegenseite, man muss einfach nur mit dem Fotoblitz draufsehen, draufhalten. Und jetzt sieht man ganz genau, dass hier sind diese beiden Pluskontaktstellen, die sind hier nicht sichtbar noch miteinander verbunden. Hier ist die Ground-Leitung, hier kommt unsere Datenleitung, die ist durchkontaktiert. Und dann sieht man hier einen kleinen Chip und hier einen großen Chip. Also wir haben das mal mit elektromagnetischen Sonden abgetastet. Das hier ist eindeutig auch der Krypto-Chip, das ist nicht nur so ein zusätzlicher Speicher, sondern das hier ist einfach nur die One-Wire-Logik und hier sitzt dann der Krypto-Chip. So, das Schöne ist, jetzt sehen wir, wo wir hin müssen und wo wir was dran löten müssen und wie wir vielleicht drankommen. Wir müssen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, das ist wirklich nur 2 mm Platz in etwa und dann kommt schon gleich wieder eine Fläche, die zu unserer Batterie gehört. Wir müssen also furchtbar aufpassen, wenn wir da durchbohren oder reinfräsen, kann sich Kupfer nach unten biegen und Kurzschlüsse verursachen. Und dann gibt es also zwei Punkte, an denen man durch muss. Das sieht man dann hier. Wir haben einmal voll in diese Kupferfläche rein, weil das keinen Kurzschluss verursachen kann an der Stelle. Und hier oben müssen wir neben dieser Fläche an diese Groundleitung rankommen. Bei der Groundleitung ist es gefährlich, wenn wir da Kupfer nach unten biegen würden, würde das einen Kurzschluss verursachen und wir hätten sofort unsere Daten verloren. So. Ja, und jetzt müssen wir durch das Loch auf der Rückseite die Drähte anlöten. Das war am Anfang erstmal eine fuddelige Sache und das hat sehr viele Experimente gebraucht, bis die Methode ziemlich gut funktioniert hat. Man muss auch unbedingt noch Papierisolatoren mit einbringen, damit man keinen Kurzschluss verursacht. Wirklich, Kurzschlüsse sind da das größte Problem. Aber das funktioniert sehr gut. Also man hat das innerhalb weniger Minuten, hat man es dran. Und dann haben wir schon mal unsere beiden Drähte unten dran. Das Schöne ist, wenn man jetzt von außen Multimeter anhält, man hat seine 3 Volt und die kommen von der Batterie innen drin. Dann kommt noch die Datenleitung dran. Voilà, wir haben das Ding schon mal von außen an der Backup-Batterie angeschlossen. Also gut, ist jetzt noch nicht direkt angeschlossen, aber lassen wir das mal. Jetzt sind wir praktisch in der sicheren Zone. Jetzt können wir das Ding von der internen Batterie trennen und die Daten gehen uns nicht verloren. Genau das machen wir jetzt auch. Das Ding kommt wieder zack in die Fräse ran, angeschlossen wohlgemerkt. Und jetzt fräsen wir einfach diesen äußeren Ring weg, bis auf so 2 kleine Laschen. Und dann sieht man schon, dass sich das Ding hier unten aus der Verankerung löst. Und wenn wir jetzt weitergehen, blub, haben wir es draußen. Ohne wirklich Daten verloren zu haben. Das funktioniert noch wunderbar. Sieht ein bisschen kaputt aus, aber es funktioniert noch. So. Zack, an unsere Entwicklungsumgebung angeschlossen, haben wir unsere erste Phase schon mal abgeschlossen. Das ist praktisch die kritische, da muss viel gefummelt werden. Und das ist im Grunde genommen auch das, was den eigentlichen Zeitaufwand ausmacht. Also diese 10 bis 20 Minuten, die investiert man im Grunde genommen wirklich nur in diese Präparationstechnik. So. Jetzt müssen wir irgendwie an die Secrets rankommen. Ich meine, bisher haben wir noch nicht viel gewonnen. Wir haben nur die Kontrolle über diese SRAM-Leitung erhalten. Wir haben, das hatte ich auch vorhin schon erwähnt, wir haben eine parasitäre Versorgung des Devices. Das heißt, über die Datenleitung bekommt dieser iButton ja seine Spannungsversorgung, egal was der macht. Die interne Batterie dient aber nicht nur, um das SRAM mit Strom zu versorgen und vor dem Verlust zu schützen, sondern es hat noch einen zweiten Sinn darin. Und zwar gibt es einen sogenannten Copy-Scratch-Pad-Befehl. Wir hatten so einen kleinen Zwischenspeicher, den haben wir vorhin gesehen. Wir brauchen irgendwie
eine atomare Funktion und alles basiert im Grunde genommen auf diesem Copy-Scratch-Pad. Und damit das auch wirklich funktioniert, ich meine, man kann ja beim Bezahlen mal spontan zu früh diesen iButton von der Kontaktstelle abziehen. Es ist ja nicht gesichert, dass ich den iButton wirklich genauso lange dran halte, wie der gerade seine Operation durchführen muss, seinen Kopiervorgang. Und deswegen haben sie es so gemacht, dieser Kopiervorgang basiert nicht auf der parasitären Versorgung, sondern auch auf der internen Batterie. Ja, und was liegt da nichts näher, als dass wir diese Kopiervorgänge einfach stören. Ein wichtiger anderer Punkt ist noch, wir können theoretisch im Speicher frei rumwurschteln. Das heißt, wir können genau sagen, wir möchten genau bei diesem Byte anfangen zu schreiben, wir wollen bei dem Byte aufhören. Das geht bei den Schlüsseln natürlich nicht. Das heißt, Sie haben schon vorbedacht, wenn man jetzt irgendwie nur einen Teil des Schlüssels überschreiben wollte, egal welchen Speicherbereich da man angibt, er überschreibt immer alles. Alles oder gar nichts. Und die interne Batterie, die stellt das natürlich sicher. Naja, also wie gesagt, genau das wollen wir stören. Und Intention ist natürlich, das funktioniert auch irgendwie. Ja, und nach einigen Experimenten hat sich herausgestellt, das SRAM hat eine interessante Eigenschaft. Wenn man nämlich die Spannung ab einem bestimmten Level liegt, so bei etwa 1,07 Volt, hat das eine sehr interessante Eigenschaft. I.O. funktioniert nicht mehr. Das heißt, die Daten bleiben erhalten, aber wenn man auf den Speicher schreibt, wird nichts geschrieben und wenn man aus den Daten, aus diesen Bereichen liest, kriegt man nur 1-Werte zurück. Ja? Und das ist schon eine sehr interessante Eigenschaft. Das Problem ist nur, es lässt sich halt schlecht reproduzieren. Also wenn man die Spannung absenkt, wo er dann anfängt und aufhört zu schreiben, das funktioniert nicht so richtig. Ja, also muss man den Chip kurz schließen. Möglichst direkt auf 0 Volt runterziehen. Das funktioniert natürlich nicht, weil man wieder die Daten verliert. Aber da kommt jetzt uns wieder diese Data Remanence-Eigenschaft zugute. Wir kühlen den Chip einfach runter. Klingt so einfach, ist nicht ganz so einfach, weil man muss den Chip auf eine ziemlich konstante Temperatur runterkühlen. Also einfach ein Icepack drauf, das habe ich am Anfang auch probiert. Das Problem ist, dann hat man Code, der funktioniert. Und nach 20 Minuten funktioniert der Code nicht mehr. Das liegt daran, die Temperatur hat sich geändert, weil das Icepack langsam auftaut und damit ändern sich auch die gesamten Timings. Also gerade für die Entwicklung solcher Angriffe muss man eine sehr stabile Kühlung haben. Naja, jedenfalls das Interessante ist, bei Temperaturen um die minus 5 Grad kann man eine halbe Sekunde locker unterbrechen. Minus 5 Grad sind auch sehr leicht zu stabilisieren. Und die kriegt man auch mit Hausmittelchen hin. Bei Temperaturen um die minus 20 Grad kann man auch schon mal 10 Sekunden die Spannung weglassen. Und wenn man auf minus 50 Grad runtergeht, dann geht das schon mal 1 bis 2 Minuten gut. Genau. Wie nutzen wir das Ganze jetzt aus? Ja, wir generieren erstmal einen neuen Schlüssel. Und die Parameter zur Generierung des Schlüssels merken wir uns. Damit können wir einen Schlüssel generieren, den wir selber kennen. Und jetzt tun wir so, als würden wir einfach diesen bereits existierenden Schlüssel, den wir nicht kennen, überschreiben wollen. Das funktioniert so. Wir bereiten diesen gesamten Kopiervorgang vor. Das ist ein bisschen aufwendig. Brauchen wir jetzt, ist für den Angriff im Grunde genommen unerheblich. Wir bereiten ihn komplett vor. Wir machen Folgendes. Wir schreiben alles bis auf das allerletzte Bit. Dann führt er nämlich diesen Kopiervorgang nicht aus. Und dann müssen wir dieses letzte Bit nicht nach Protokollschema durchführen, sondern wir müssen einfach nur diese Loadzeit für diesen Befehl ausführen. Das ist dieses letzte Bit, das ESX. Wenn das halt eine logische 1 ist, müssen wir den Bus für 6 Mikrosekunden auf Load ziehen. Wenn es eine 0 ist, müssen wir ihn für 60 Mikrosekunden auf Load ziehen. Und wenn wir den dann loslassen, dann haben wir eine steigende Flanke. Und genau diese Flanke triggert jetzt den Kopiervorgang. Wir dürfen nicht dieses komplette Bit abwarten, bis der fertig ist, sondern wir müssen genau diese Flanke nutzen, um unseren Vorgang zu triggern. Und was triggern wir? Wir triggern erstmal einen Timer. Und wie wir diesen Timer setzen, wie wir das benutzen, das sehen wir dann in den folgenden Folien. Wir machen es so, wir lösen den Timer aus. Wenn der Timer einen bestimmten Wert erreicht hat, dann müssen wir das SRAM kurz schließen. Das heißt, auf Masse ziehen, dann wieder ein bisschen warten und dann müssen wir die SRAM-Versorgung wiederherstellen. Was dann folgt, das gehört nicht mehr so direkt zum Angriff, sondern das sind nur ein paar Tricks, um den Chip dann wieder zu beleben. Das heißt, man muss ein bisschen Pause machen, man muss wieder ein Busreset durchführen, wieder ein bisschen Pause machen. Das triggert dann noch ein paar andere interne Vorgänge und dann verhält sich der Chip in der Regel auch wieder protokollgemäß, spezifikationsgemäß.
So, wie sieht das in etwa aus? Was haben wir damit erreicht? Wir haben immer den Schlüssel K, den wir nicht kennen. Wir haben den Schlüssel BK. Und je nachdem, wie wir unseren Timer jetzt setzen, sieht man, ein Teil wird überschrieben und dann hört er plötzlich auf. Je nachdem, wie groß der Timer ist, sieht das dann unterschiedlich aus. Ist aber noch interessanter. Es verhält sich nicht so, wie wir es jetzt erwartet hätten, sondern es verhält sich so. Je nachdem, wo man abbricht, kriegt man diskrete... Ups. Eins. Man kriegt diskrete Zustände. Also wir haben nicht mehr so, dass man irgendwie noch ein paar Bits gekippt hat, sondern es gibt entweder ein ganzes Byte oder es gibt das nächste Byte, aber wir kriegen keine Zwischenzustände. So, wie füllen wir jetzt den Angriff insgesamt aus? Also so eine Angriffseinheit. Erstmal müssen wir uns die ROM, diese ROM-Nummer merken. Dann lesen wir einfach mal eine authentifizierte Seite, während das Ganze noch wirklich funktioniert hat, während der Originalschlüssel noch drauf war. Die Daten müssen wir uns alle speichern. Und dann setzen wir den Timer, unser Timer-Limit, sehr niedrig an. Also bei etwa 4 Mikrosekunden. So. Und solange das Timer-Limit jetzt unter diesen 17,5 Mikrosekunden ist, führen wir diese Attacke, die wir gerade gesehen haben, durch. Danach lesen wir wieder eine authentifizierte Seite, also Read Authentication Page. Das ist ein Befehl, der führt einfach eine Krypto-Operation durch. Da fällt dann unten ein Hash raus und man weiß, dieser Hash wurde mit diesem Schlüssel berechnet. Und dann erhöhen wir in jedem Schritt das Timer-Limit. So. Insgesamt haben wir dann pro Schlüssel 36 Angriffe. Der Angriff dauert 8 Sekunden und für alle 8 Schlüssel brauchen wir insgesamt 64 Sekunden. Das Interessante ist, wir brauchen es autonom, wir brauchen da nicht irgendwie händisch irgendwas machen, sondern es wird einmal dann autonom vom Microcontroller durchgeführt. Also der fertige Angriff ist einfach dranstecken, Taster drücken und der Angriff wird komplett ausgeführt. Vorausgesetzt, man hat natürlich die tiefen Temperaturen schon erreicht. So, die Daten werden dann einfach auf den PC transferiert und dort dann in der dritten Phase ausgewertet. So, wie sieht das in der Praxis aus? Der Output sieht in etwa so aus. Wir haben hier einen kleinen Auszug. Was man schön sieht, die Message Authentication Codes, also die Hashes, die hinten rausfallen, die sind immer eine ganze Zeit identisch. Und dann ändern sie sich, aber immer blockweise. Man sieht immer, ein ganzer Block ist identisch. Und das ist genau das, wenn wir ein Byte überschrieben haben. Immer wenn wir wieder ein neues Byte überschrieben haben, ändert sich diese MAC. Das Muster sieht man hier sehr schön. Das Interessante ist, es fallen im Idealfall exakt 9 Hashes raus. So, wir haben nur einen Idealfall betrachtet, das ist klar. Der Chip verhält sich manchmal nicht so direkt. Wir betreiben ihn ja außerhalb der Spezifikation. Wir prüfen also halt die Checksummen. Wir prüfen, ob sich das wirklich auch stetig fortentwickelt. Wir können auch Filter verwenden, je nachdem. Also in den meisten Fällen muss man nicht mehr nacheditieren, das funktioniert einwandfrei. So. Insgesamt erhalten wir, nachdem wir die Daten geprüft und gefiltert haben, einmal die ROM, einen Basisschlüssel, mit dem wir das Ganze überschrieben haben, 9-mal Datensätze, welche Daten wir in die Message Authentication Code mit einbezogen haben und ja, die neuen Message Authentication Codes selber. Und diese Daten, die können wir jetzt weiter auswerten. Denn in diesen Daten steckt bereits sämtliche Informationen drin, die wir brauchen, um den Schlüssel sehr schnell zu knacken. Das Schöne ist nämlich, dass wir immer einen Präfix haben. Das heißt, das Präfix, was wir überschrieben haben, das kennen wir bereits. Ich will gar nicht so detailliert auf diese Folien eingehen, weil ich habe noch ein schönes praktisches Beispiel dazu. Das Schöne ist, dass wir am Ende wirklich pro Schritt, den wir auflösen müssen, nur noch 2 hoch 7 Kombinationen durchprobieren müssen. Weil wir immer von Präfixstück zu Präfixstück uns durchhangeln können. Und im Endeffekt sind das dann 8 mal 2 hoch 7 Kombinationen, die wir durchprobieren müssen, um den Schlüssel rauszufinden. Das Ganze, das Beispiel hatten wir vorhin, wie wir es immer blockweise überschreiben, genau das lösen wir jetzt rückwärts auf. Das heißt, das ist der Schlüssel, wo wir ihn komplett überschrieben hatten. Und um jetzt den nächsten Schlüssel, den wir davor hatten, rauszufinden, müssen wir nur diese 8 Bytes rausfinden. Das können wir per Brute Force machen, das geht ziemlich schnell. Dann fallen die raus und dann kennen wir schon mal den nächsten Teilschlüssel. Und so hangeln wir uns Stück für Stück durch. Und am Ende fällt einfach der Originalschlüssel raus, der vorher drin war. Und das funktioniert erstaunlich gut. Wenn man sich das mal in der Praxis anschaut, das Ganze wird in 0,01 Sekunden ausgeführt und es fallen alle 8 64-Bit-Schlüssel raus.
Ja. Hier in den eckigen Klammern sieht man noch zusätzlich, wie viele SHA-1-Operationen er durchführen musste, um den Schlüssel zu knacken. Und im Worst Case sind es 2048, im Average Case 1024 und man sieht, es verhält sich genau wie erwartet. Ja, und jetzt haben wir halt das Problem, wir haben halt einen Krypto-Eye-Button, bei dem wir die Schlüssel auslesen können. Das heißt, im Grunde genommen haben wir nichts anderes als einen Speicher, den wir auch beliebig emulieren können. Wir haben nur noch ein einziges Problem, und zwar, das Ding macht SHA-1 an Hardware. Das heißt, wenn wir das Ganze mit einem Microcontroller emulieren, haben wir das riesige Problem, wir können das nicht schnell genug berechnen. Also wir müssen entweder zu einer FPGA-Lösung greifen oder wir müssen uns halt anderer Tricks bedienen. Das ist aber leider nicht mehr Teil des Vortrags, das werden wir in den kommenden Monaten zeigen, wie man das interessant auch noch machen kann. Ja, und damit wären wir praktisch am Ende angekommen. Und wenn Fragen sind, könnten wir... Bist du öfters in der Türkei im Urlaub? Nie. Busfahrt? Ich hätte eine Frage zu den ID-Buttons, die du am Anfang hattest. Gibt es da eine fertige Mikrocontroller-Emulation für, die man direkt umsetzen kann auf ATmega oder sowas? Es gibt bereits fertige, ja. Wir haben unsere eigene entwickelt. Wir werden die auch irgendwann in der Zukunft veröffentlichen wollen. Aber es gibt schon fertige, ja. Also es hat vor ein paar Jahren hat's schon die ersten gegeben. Das waren aber nur kleine Sensoren, die sie damals emuliert hatten. Es gibt auch schon fertige Lösungen aus China zu kaufen, um die Seriennummerteile zu emulieren. Und ja, aber es hat sich bisher, interessanterweise hat sich bisher kaum jemand darum gekümmert. Also es ist interessant, wie viele Systeme so derart kaputt sind und niemand hat die wirklich mal richtig ausgenutzt. Wie ist das eigentlich? Ich müsste doch nicht unbedingt jetzt dieses Ding emulieren müssen. Es reicht mir doch aus, wenn ich jetzt in der Türkei kostenlos mit der Bahn fahren will, dass ich mir jetzt einfach die Dinger personalisiere. Das heißt also, ich besorge mir jetzt einen jungfräulichen E-Button, kriege den Key raus, weiß, wie voll der ist, wenn da, sag ich mal, das Maximum an Geld drauf ist und dann kann ich den halt immer wieder neu personalisieren, wenn ich viel mit dem Bus gefahren bin. Ja, und genau das funktioniert eben nicht. Und zwar liegt das daran, ich hatte da vorhin so einen Teil, wo es darum ging, wir haben ein Master Secret und wir haben dieses Token Secret. Und das ist so, das Master Secret wird mit dieser eindeutigen Seriennummer, die jeder I-Button hat, verknüpft. Das heißt, dieses Custom Secret, das auf diesem Token gespeichert ist, das ist mit dieser Seriennummer verknüpft. Wenn man sich jetzt ein anderes Token kauft, dann hat das eine andere Seriennummer und dann würde man basierend auf dem Master Secret ein anderes Custom Secret erhalten. Aber die Seriennummer ist doch im RAM, oder nicht? Hm? Die Seriennummer ist doch im RAM. Sprich, ich könnte sie ändern. Das ist eine interessante Sache. Weil die bauen ja bestimmt keine Flashzellen für ein paar Byte rein. Oder die bauen auch keine EEPROM-Zellen für ein paar Byte rein. Die Seriennummer ist, das ist nicht im Vortrag enthalten, die ist doppelt vorhanden. Also wenn man theoretisch die Möglichkeit hätte, aber die hat man leider nicht, könnte man diese Seriennummer ändern. Also es ist so, die Seriennummer ist einmal fest eingelasert für diese ROM-Funktionen und sie befindet sich zusätzlich nochmal... Mit Fuses. Ja, also, aber sie sind nochmal zusätzlich... Sie sind aber zusätzlich nochmal im SRAM abgelegt, aber in einer versteckten Region. Das ist eine Sache, die haben wir durch einige Tricks noch rausgefunden. Das sind aber Regionen, auf die kann man auch nicht zugreifen. Also der Hersteller wird wahrscheinlich irgendeine Möglichkeit haben, diese Bereiche zu setzen, aber der Benutzer hat sie nicht und man kommt da in keinster Weise dran, leider. Was ist mit diesem komischen Gummigebüsch? Da ist ja dieser Thea-Klecks drauf. Hast du schon mal versucht, da dem ein bisschen mit Flusssäure zu Leibe zu rücken und zu gucken, ob da ein Bonddrähtchen rankommst oder sowas? Nee, das haben wir noch nicht probiert. Das müsstest du mal machen. Dann brauchst du nämlich diesen ganzen Mathematikkram nicht. Dann sagst du einfach, okay, ich nehme jetzt hier so einen billigen RAM-Schreibleser aus dem Logic-Analyzer oder sowas und dann füllst du das Ding so, wie du es halt brauchst. Können wir mal probieren, ja. Okay. Du hattest ja vorhin die Deutsche Bahn-Fahrkartenautomaten gezeigt. Mir ist vor Jahren schon bei einem großen Supermarkt sowas Ähnliches irgendwie direkt neben der Tür aufgefallen. Und ich hatte dann halt auch so einen Eye-Button in der Kiste drin. Daneben ist so eine kleine Leuchtdiode. Ich habe das Ding da rangehalten, es blinkte rot. Also
ja, wer das eventuell schon mal bei so einem blau-gelben Supermarkt irgendwie in der Nähe von der Tür gesehen hat, die benutzen das auch. Okay. Das ist natürlich die Frage, man weiß nicht, was für einen iButton die nehmen, wenn man da halt einfach bloß diese Kontaktflächen hat. Aber es ist mir halt aufgefallen und dachte ich mir auch so, interessant. Ja, also das ist eine, ich höre das immer wieder, also man erzählt den Leuten ja über iButton-System und dann hört man plötzlich die verschiedensten Orte, wo die angeblich eingesetzt werden. Also die werden deutlich weit verbreiteter, als man denkt. Also für Feedback, ich bin da zu haben. Ich kenne auch noch nicht alle Systeme. Also die meisten iButtons, die man außen an den Türen sieht, bei Supermärkten, Banken und auch ansonsten bei security-relevanten Bereichen, dienen schlichtweg dazu, dass der Nachtwächter seinen iButton dagegen hält und hinterher abgerechnet kriegt, ob er wirklich seine Runde gedreht hat. Die sind meistens nicht für die Zugänge. Ja, das ist doch genau das inverse System. Dann klebt doch der iButton irgendwo an der Wand und man geht nicht mit einem iButton dran, sondern man hat einen Control-Stick, mit dem man dran geht und dieser Control-Stick... Ja, aber du kannst dir da höchstens eine Kennung abholen, um hinterher im Sicherheitsdienst am Computer deine Zeit abzurechnen, ob du deine Runde gemacht hast oder nicht. Also es ist ein reines Kontrollsystem für die Leute, die außen rumlaufen. Ja, aber das sind nicht die Systeme, die ich gezeigt habe. Also das, was ich gezeigt habe, sind wirklich Zugangssysteme, wo man mit einem iButton als User dran geht und das wird je nachdem, ob die Seriennummer passt, geöffnet. Das System mit den Wärtern, das ist ein ganz anderes. Also ich kenne das nur aus Hamburg. Ich habe selber mal eine Zeit lang auch für einen Sicherheitsservice gearbeitet, dass die Dinger wirklich nur als Token benutzt werden, um die Runde zu zählen. Ja, aber das ist eine andere Anwendung, ja. Mit diesen iButtons ist ja auch noch interessant, was das sich zwischen Fahrkartenautomaten sind, die drin. Ich frage mich eigentlich, wie die auf den Denial of Service reagieren. Wenn ich jetzt mal ein bisschen böse bin, könnte ich jetzt einfach einen Elko nehmen, den auf 200 Volt laden und damit vorbeilaufen, zapp, und dann ist das Ding tot. Und dann ist halt dann die Frage, was die dann damit machen, wenn jetzt der iButton tot ist, weil den kannst du so schlecht nicht wechseln. Weil man kann jetzt so eine Verschwörungstheorie haben wie, ja, moderner Fahrbutton-Automat hat jetzt einen iButton und ich muss mich erstmal authentisieren und dann darf ich ihn öffnen. Und wenn ich das nicht mache, dann kommt der Trachtenverein und sucht danach, wer da gerade kommt. Und das ist dann halt die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel diesen iButton zappt, wenn jetzt dann das nächste Mal der Sicherheitsdienst kommt, den Button, diesen Automaten zu leeren, ob dann etwas Lustiges passiert oder nicht. Dann weiß man, ob dieser iButton eine besondere Funktion hat oder nur als Rundenzähler dient. Ja, also, weiß nicht. Okay. Okay. Sonst noch Fragen? Okay, dann bedanke ich mich.